Hallo meine Lieben, na, sieht das nicht lecker aus? Ich habe heute zum ersten Mal Gnocchi selbst gemacht und zwar Ricotta-Gnocchi. Ich hoffe, ihr macht die zahlreich nach. Im zweiten Teil geht es dann um die Soße. Also ich habe dieses Video etwas gesplittet. Wir kümmern uns als erstes um die Gnocchi. Alle Zutaten findet ihr nochmals wie immer unter diesem Video in der Infobox. Und der Aufwand beträgt ca. 30 Minuten. Die Zubereitung ist denkbar einfach und das Rezept ist für 2 Personen. Wenn ihr also mehr braucht, dann macht einfach die doppelte Menge. Zuerst setze ich einen Topf mit Wasser auf, denn in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Gnocchi-Teig. Die Zutaten für die Soße stelle ich erstmal beiseite, denn für den Gnocchi-Teig brauche ich einfach nur eine große Schüssel, in der ich alle Zutaten hineingebe, die in den Teig hinein sollen. Als da wären eine Ei, dann kommt noch rein 100 Gramm Mehl, 30 Gramm Parmesan, frisch gerieben, lasse ich immer beim Edeka reiben gleich. Die packen mir das dann schön ein. Und Ricotta. Ricotta gibt es nicht bei Lidl, habe ich heute früh nachgefragt, sondern natürlich bei Edeka, Kaufland und die ganzen großen Supermärkte. Also das ist echt prima. Und die schmecken so himmlisch. Also alle Italien-Fans oder italienisches Essen-Fans, ihr müsst unbedingt dieses Rezept probieren, es ist wirklich lecker. Am Anfang vermenge ich den Teig mit einem Löffel und nehme dann aber nach 2-3 Minuten doch meine Hände, weil es einfach einfacher geht und ich einfach ein besseres Gefühl für den Teig bekomme. Er ist sehr viel klebriger als unser letzter Hefeteig, deshalb nehmt einfach ein bisschen Mehl noch dazu, wenn es nicht ganz so ist, wie ihr das wollt, wenn es sich nicht löst von der Hand oder so. Aber ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr nicht zu viel Mehl nehmt. Also einfach gerade so, dass es nicht mehr an euren Händen klebt. Ja, ich denke auch hier mit ein bisschen Übung ist es kein Problem. Ihr werdet es merken, wenn der Teig dann die richtige Konsistenz hat. Und dann gebt ihr das einfach auf eine bemehlte Unterlage, in meinem Fall wie immer mein Holzbrettchen. Ich mache noch ein bisschen die Teigreste von meinen Händen ab, nehmt auch da ein bisschen Mehl zu Hilfe, damit geht es einfach viel schneller. Dann lässt sich der Teig im Übrigen super gut ausrollen mit den Händen, ihr braucht kein Nudelholz oder sonst was dafür. Ich habe den Teig in 2 Stränge geteilt, einfach aus dem Grund, weil mein Brettchen zu klein ist. Ich könnte keinen ganzen Strang da ausrollen. Circa 2 cm sollte er dick sein. Und davon könnt ihr dann eure Gnocchi-Scheiben abschneiden. Ich drücke dann in die einzelnen Scheiben noch mit einer Gabel ein kleines Muster rein, sodass es auch nachher auf dem Teller ein bisschen hübsch aussieht. Und gebe dann die einzelnen kleinen Gnocchi-Teile mit einer Schaumkelle in meinen Kochtopf, der jetzt das kochende Wasser haben sollte. Dreht die Hitze vom Kochtopf dann bitte etwas runter. Das soll nicht richtig sprudeln, sondern nur so ein bisschen vor sich hin simmern. Und nach 2 Minuten müssten eure selbstgemachten Ricotta-Gnocchi dann auch fertig sein. Die schmecken echt lecker, also bitte, bitte unbedingt ausprobieren. Wenn die Gnocchi fertig sind, braucht ihr nichts weiter zu tun, als sie mit der Schaumkelle rauszunehmen, denn die schwimmen von selbst an die Oberfläche und das ist halt das Schöne an dem Rezept, da müsst ihr gar nicht groß gucken. Ja, wenn die dann so nach und nach hochploppen, könnt ihr die abgießen oder mit einer Schaumkelle einstweilen auf einen Teller geben und wir wenden uns mal der Soße zu. Für die Soße gebt ihr einfach Olivenöl, Knoblauch und die halbierten Cocktailtomaten in die Pfanne. Wichtig ist hier, dass ihr Tomaten von guter Qualität habt, damit die Soße dann auch wirklich fruchtig und sonnengereift schmeckt. Also ihr wisst, was ich meine. Bisschen salzen und pfeffern nicht vergessen. Ich habe die Pfanne auf volle Hitze während der Anbratzeit, während 5 Minuten, bis die so ein bisschen glasig sind und der Knoblauch ein bisschen Bräune angenommen hat. Dann stelle ich die Hitze auf mittlere Hitze zurück und gebe meine 100 ml Brühe rein, also einfach Wasser mit einem Teelöffel gekörnter Brühe. Das Ganze koche ich dann etwa 5, 6, 7 Minuten auf und zupfe mein Basilikum noch, was ihr sonst noch in die Soße geben wollt. Ihr könnt natürlich wie immer auch andere Kräuter benutzen, einfach das, was euch gut schmeckt, sage ich ja immer an dieser Stelle. Genau, eine Prise Zucker unterstützt das Tomatenaroma. Versucht es mal, ihr werdet bestimmt einen Unterschied schmecken. Wenn das Ganze kocht, mal kurz abschmecken und ich mag es gerne, wenn die Soße etwas sahnig ist. Deswegen gebe ich noch einen halben Becher Sahne dazu, der musste sowieso weg. Und das Ganze lasse ich jetzt kurz aufkochen und gebe dann, weil ich heute faul bin, einen Esslöffel fertige Mehlschwitze dazu. Ihr könnt natürlich auch in Wasser angerührte Stärke dazugeben oder eine echte Mehlschwitze machen. Das war mir aber heute zu viel Arbeit.
Arbeit. Deswegen mache ich es so. Dann nicht vergessen, das Ganze abzuschmecken. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe wirklich, dass ihr dieses Rezept nachmacht. Das liegt mir echt sehr am Herzen. Zumindest alle die, die gern Basilikum in Verbindung mit Tomaten und diese Gnocchi sind echt einfach himmlisch. Das Ganze noch kurz aufkochen lassen, abschmecken, habe ich schon gesagt, genau. Wenn ihr Fragen habt, bitte unter das Video, ich beantworte die gerne, soweit ich das weiß, soweit es mein Kenntnisstand zulässt. Und dann könnt ihr das auf einem schönen Teller anrichten, mit ein bisschen Basilikum noch ausgarnieren. Und ich hatte noch so eine Pfeffermühle mit rotem Pfeffer da, das macht sich sehr, sehr hübsch da drauf. Also überrascht doch mal euren Liebsten damit oder eure Liebste. Ich bin ganz, ganz sicher, dass das super ankommen wird und das ist auch ein sehr, sehr schönes und leichtes Abendessen jetzt für die kommenden warmen Sommertage und sieht es nicht herrlich aus? Ja, also ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt und wenn ihr es nachgekocht habt, bitte schickt mir Bilder auf Instagram mit Hashtag KatisWeltTV oder an Facebook mit @KatisWeltTV. Dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen sonnigen Dienstag. Macht's gut. Ciao.